Hallöchen und herzlich willkommen zu Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Inga Marie Ramke. Hallöchen. Und dem Dugong. Moment, der ist heute nicht so gut drauf, der musste vorhin schon... Was? Ja, warum, Dilan, was war los? Ich musste Elbe Biber spielen. Oh nein. Ja, er war schon auf dem Schiff, das Schiff fand er gut. Und dann kam der Teil, wo er sich verkleiden musste. Ja, scheiße. Ja. Und mit Julia Schnitzer. Hallo, hallo. Julia. Hallo. Hi. Julia. Boah, mit Dilan, mit dir muss ich nachher noch ein Wörtchen reden, fällt mir gerade ein. Oh oh. Oh oh. Noch was Schlimmes? Nö, ist nicht schlimm, aber wir müssen erwartet schon das. Hat er eine falsche Vorhersage gemacht? Oh nee, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Okay. Gut, naja, dann ist zumindest der Teil. Reden wir nachher drüber. Ja. Na gut. Ich bin gespannt. Ich höre auch nicht zu. Könnt ihr ganz diskret unter Säugetier zu Säugetier. Nee, du musst ja schon zuhören. Okay, gut. Jo, Hallöchen ihr da draußen. Achso, und ich bin André. Guten Tag. Ja. Das ist André Lampe am Regler, am Mischpult. Ja, ist der wichtige Frage in den Chat, ist der Ton okay? Ja, sehr gut. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Genau, und ich sag mal Hallo in den Chat. Olaf Not the Snowman, Seth Wanderer, Horsty, Lauchpower, Smooth Chiller. Ton ist super, ach wie schön. Es ist an Hitzetod gestorben. Wer ist an Hitzetod gestorben? Inga. Inga, das ist ein Schiller. Ich muss dazu sagen, ich bin heute echt drüber, ja. Ich habe bis gestern Nacht eine Website programmiert und habe heute schon 4 Stunden gefühlt auf dem Boot, tatsächlich fast 4 Stunden auf einem Boot verbracht. Und jetzt bin ich hier. Was hast du auf dem Boot gemacht? Eine Kinderlesung auf der Elbe. Ja, genau. Deswegen muss der Dugong sich verkleiden, und zwar als Biber. Und das ist einer seiner unbeliebten Tätigkeiten. Aber ja, es war richtig geil. Ich kann ja mal Dilhan. Und zwar, Inga, du hast mir ja netterweise so lauter Dugong-Zeug geschickt. Ja. Weil ich zu Dugong recherchieren musste. Und dann hast du mir ja auch das Paper geschickt, auf dem Dilhan basiert, ne? Ja. Ja. Und ich habe das gelesen. Und ja, du hatest ja immer gegen Haie, ne? Weil du Haie nicht magst. Und was lese ich in diesem Paper? Dass du beobachtet wurdest, dass du gern mit Riffhaien durch die Gegend schwimmst und überhaupt keine Angst vor denen hast, weil du so einsam bist, dass du sogar mit den Haien abhängst. Das gibt's ja nicht. Fake News! Fake News! Was ist da los? Fake News! Okay. Ja. Ich verwechsel die halt. Du verwechselst die? Die sehen fast aus wie kleine Seeschweinmädchen. Ah. Naja. Ja. Für den Kontext, der Dugong Dilan ist das Covertier für Reiseführer für Tiere, das Buch, was Inga geschrieben hat. Scheiße, ich bin verkabelt. Moment. Scheiße, sie ist verkabelt. Genau, da ist er. Der Reiseführer für Tiere. Profis bei der Arbeit. Genau, das Maul verdeckt den Titel. Kann ich sehr empfehlen. Und Dilan ist der Cover-Dugong, könnte man sagen. Und alle Tiere, die drin vorkommen, basieren auf wissenschaftlichen Publikationen. Genau, die Reiserouten und was sie fressen und was sie sehen und so, das ist alles, da ist hinten ein Quellenverzeichnis drin, was kein anderer Verlag mir bisher jemals zugestanden hat. Echt nicht? Nee, alle anderen sagen mal, hallo, bist du bescheuert, das kostet Geld, jede Seite muss mit Sachen gefüllt werden, die Leute auch lesen. Und altersmäßig, Lauchpower, das kommt auf das Kind drauf an, ich würde das Kindern ab 4 verkaufen. Wenn sie selber lesen können, ist es richtig cool. Aber wenn sie noch ein bisschen jünger sind, dann können die sich die Bilder auch angucken und sich das vorlesen lassen. Ja. Ich habe mal einen Link. Ich danke dir, André. Bei bücher.de rein. Ich weiß gar nicht. Ich wollte jetzt nicht Amazon. Ja, doch, ist gut. Ja, es ist gut. Kann man machen.
kann man machen. Ich meine, in jeder normalen Buchhandlung. Ja, also das mit dem Hai, die Hai-Freunde, Dilan, da müssen wir nochmal tatsächlich. Ich möchte die Aussage verwehren. Die Aussage verwehren. Wo ist mein Anwalt? Ich bin kein Anwalt. Tja. Ja. Also kein Hai-Gebäsche mehr, die hören. Halt dich zurück, Freundchen. Und Punkt 2. Eigencontent. Eigencontent. Weil ich mach die mal groß. Oh, das sind die geilsten Algen der Welt. Cyanobakterien. Cyanobakterien-Algen. Ja, die sind, Ding ist gut. Sie leben noch. Ja. Na, Nikolaus? Mhm. Bald, wir müssen Geburtstag feiern im Juli dann. Oh, ja, stimmt. Die leben jetzt schon 9 Monate. Das ist ja spektakulär. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal und spielen mit denen das, was ich nicht aussprechen kann. Ich sage immer Magnetophon, aber es ist falsch. Graticphone. Graticphone, ja. Ach so. Magnetophon ist aber auch schön. Ich wusste gerade gar nicht, worüber du redest. Ja, mach nichts. Ich weiß nicht, ich habe immer Magnetophon im. Ja, das ist ein Flashback an meinen Französischunterricht. Genau, ja, deswegen. Das ist das, was man am. Du hattest auch dieses furchtbare blaue Buch mit den. Ja, mit den. Ja. Je m'appelle Pierre. Aus Portier. Ich erinnere mich. Ja. Ja. Ja, und ein Crepe-Rezept war auch drin. Stimmt. Mhm. Mit Cognac. Ja, mit Cognac. Geil, oder? Du lernst es in der 7. Klasse als erstes. Richtig. Und dann mit 13 bist du mit Cognac dann konfrontiert. Aber jetzt schon lange nicht mehr. Cognac, was ist das? Das macht man in Süßspeisen rein in Frankreich. Für die Kinder. Rezepte für Kinder. Ich habe keinen Alkohol getrunken, Leute. Sorry. Aber du änderst das jetzt, hoffe ich. Ich werd jetzt gleich das gute San Miguel aufmachen. Das schlimmste Dosenbier der Welt. Also es schmeckt eigentlich okay, aber es ist das teuerste. Es ist ein Restbestand von meiner Reise von Gran Canaria. Es wurde am Flughafen gekauft. Ihr erinnert euch, da wo man für 5 Euro 120 Gramm M&M's kriegt, kriegt man auch für 4 Euro eine 033 Flasche San Miguel. Für den Rückflug. Ich hatte 2. Ich bin Warte, ich mache hier mal kurz den Flensburger, denn natürlich nicht funktioniert so. Ah. Wir haben nichts gehört. Ah, ja. Nee, hat man nicht gehört. Okay, ja, dann hat der Hintergrundgeräusche rausgespeist, Spiesen. Prost, Leute. Prost. Ich habe jetzt Feierabend quasi. Ja. Ja, lass dir schmecken. Danke, es wird Prost. Super. Dosenbier, toll, toll, toll. Gönn dir. Mhm. Diesmal kann ich ja leider nicht den Weißwein von Julias Vater trinken. In Bremen, live. Nee, wann anders mal wieder. Ja, Festivalbier ohne Festival, ganz genau. Und auch klein. Das Spanische. Ein spanisches Pilz. Du hattest ja heute ein Lesefestival. Richtig, und gestern das Programmier deine Website bis Mitternacht Festival. Und morgen das mach eine Stadtführung über Nationalsozialismus und Swing-Jugend und habe das seit 3 Jahren nicht mehr gemacht und lies es dir bitte vorher mal durch Festival. Aber es wird gut. Ja. Für die Pfadfinder. Ich hatte das Bild hing nur gerade. Ich hoffe, das Bier war das Letzte, was man gesehen hat. Genau, das lag an mir, nicht an euch. Okay. Das hört sich an wie Schluss machen. Es liegt an mir, nicht an dir. Nee, ich wollte nicht Schluss machen. Wir fangen auch gerade erst an. Stimmt. Ja, ich kann euch mal erzählen. Ich war ja vorletzte Woche in Baden-Baden. Oh, ja. Therme. Und ein bisschen bitte? Spiel. Warst du auch in der Therme oder Geld ausgeben im Casino? Nee, ich war nur beruflich da. ich war bei so einer Abendveranstaltung. Gesprächsrunde, und zwar im Museum Frieder Burda. Das ist so ein Kunstmuseum. Oh, du hast mir einen Link geschickt. Warte, schalte mal gerade auf. Wir haben nämlich gerade eine ganz besondere Ausstellung. Und zwar von den Wertheim-Schwestern, Wert und Wandel der Korallen heißt die Ausstellung. Und Kasselweiler, das Bild, genau das Bild da. Das sieht richtig geil aus. Ja, und ja, zwar, das heftig. Sind, also die haben quasi
Korallenriffe gehäkelt. Ja, wollte ich gerade sagen, das sieht aus wie, das ist gehäkelt. Wie geil. Das ist gehäkelt, es schaut wirklich geil, also es schaut wirklich cool aus und es ist auch wirklich einfach richtig cool inszeniert in dem Museum, ne? Also richtig geil beleuchtet und aufgebaut und so. Und also das ist jetzt auch nur ein Teil von der Ausstellung, also die Ausstellung ist noch größer, also was man da jetzt auf dem Bild sieht, also die Ausstellung ist noch größer, gibt es noch mehr Korallen. Und zwar ist es nämlich so, dass diese Schwestern, die haben nicht die ganzen Korallen gehäkelt, sondern das ist so wie ein bisschen wie Citizen Science, also eine Mitmachaktion. Das heißt, Leute wurden aufgerufen in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit, für diese Ausstellung Baden-Baden mitzuhäkeln. Und die haben dann irgendwie, also es gab Anleitungen dafür. Also Citizen Knitting. Ja, so, ja, cool. Citizen Art Project, ja. Eigentlich so. Und es gab irgendwie Anleitungen dafür und auch was für Farben und so. Also es wurde schon ein bisschen denen was an die Hand gegeben und dann haben die gehäkelt und das haben irgendwie 4.000 Leute mitgemacht und die haben irgendwie 40.000 Korallen gehäkelt. 40.000. Wie geil. Und halt, ich glaube, 99,9% der Leute waren Frauen. Also ein Frauenprojekt. Also ich glaube, sie hatten irgendwas mit irgendwie so, ja, so 7 Männer mitgemacht oder so. Und dann, es gab wohl noch ein paar Schulklassen, das heißt, da waren natürlich auch Jungs dabei, aber ja, auf jeden Fall. Okay. Frauenprojekt. Blende mal, dass hier unten auch das Datum ist. Noch bis 26. Juni 2022 läuft die Ausstellung. Genau. Also falls ihr nach Baden-Baden kommt, könnt ihr euch das angucken. Also es ist auch ein nices Museum. Ich habe leider nicht das ganze Museum sehen können. Wir hatten nicht genug Zeit. Also die haben doch sonst andere, die haben auch Picassos und keine Ahnung, was da drin hängen. Also da kann man auch noch mehr gucken. Aber nee, schaut auf jeden Fall cool aus. Und es ist halt auch ein interessantes Projekt. Also es geht halt diesen Schwestern irgendwie darum, ne, über Korallensterben aufzuklären und Korallenbleiche und sowas. Und aber was halt auch noch interessant ist an der Sache, ist, die haben, da gibt es auch so einen TED-Talk darüber. Den hatte ich geguckt, das ist ganz interessant. Und zwar geht es nämlich auch um ein mathematisches Prinzip hinter den Korallen oder auch andere Meereslebewesen. Und zwar hat irgendwie, ich glaube, in den 90er Jahren hat quasi eine Frau, und deswegen ist auch dieses Häkeln, mit dem Häkeln irgendwie bewiesen, einen mathematischen Beweis von einer Form, die vorher, wo man dachte, das gibt's nicht. Und zwar, ich versuche das jetzt mal, ob ich das so grob erklären kann. Ne? Also, hört sich sehr spannend an. Aha. Ja, also ich meine, ihr könnt euch das nochmal einfach, wenn ihr, ich glaube, Christine Wertheim oder so TED-Talk googelt oder Wertheim TED-Talk googelt, dann könnt ihr euch das nochmal genau erklären lassen in richtig. Ich versuche das jetzt mal so zu wiederholen und hoffe, macht keinen Fehler. Genau, also wenn... Oh, ja, warte mal, ich schalte mal wieder um und mach dich groß. So, also, wenn wir zwei Punkte haben, ich muss mich jetzt selber groß machen, damit ich sehe, was ich... Genau, also wenn wir zwei Punkte haben, hier und hier, und eine Linie, wie viel Linien gibt es, die durch den oberen Punkt gehen und niemals die andere Linie kreuzen? Ah. Vom Winkel her sozusagen. Genau, also wie viele Linien gibt es, die durch diesen Punkt gehen und niemals die untere Linie, die jetzt gerade ist. Ne? Ich habe sie nicht gerade gezeichnet, aber sie sollte eigentlich gerade sein. Entschuldigung, aber wie ist denn die obere Linie dann definiert von der Länge? Ja, unendlich. Linie okay, für ja, Mathematik ist unendlich, also wahrscheinlich nur eine, oder? Genau, eine. Das wäre eine parallele Linie. Ja. Genau. War denn der zweite Fall? Habe ich vergessen. TED-Talk. Guck mal, ob ich den TED-Talk... Ja, ist egal. Müsst ihr den TED-Talk gucken. Der zweite habe ich jetzt vergessen. Aber... egal, auf jeden Fall gibt es quasi noch eine Möglichkeit von einer Linie, die durch den Punkt geht, aber niemals durch den Punkt. Und zwar so. Okay, du verlässt da, also ist dann halt ist keine gerade mehr, Linie. Sondern genau. Du bist Du änderst dein Raum auf nicht euklidisch. Genau, genau das ist der Punkt. Deswegen hier ist es mathematisch, das ist halt nicht möglich. Das ist aber möglich mit Häkel. Und zwar, das zeigt sie auch in dem TED-Talk. Also erklärt, also ich kann euch nicht erklären, wie oder sowas, aber sie zeigt das in dem TED-Talk. Ich habe den TED-Talk gefunden.
Ja, aber wir gucken uns den jetzt nicht an. Nein, wir gucken uns den nicht an. Ich schmeiße den in den Chat. Ja, genau. Auf jeden Fall, das zeigt sie dann da. Was du quasi mit diesem Häkeln machen kannst, ist, dass du eben, du hast diese zwei Linien und du hast eben auch diese krumme Linie, aber du hast diese krumme Linie auf einer Ebene, dass die ist nicht krumm, das ist eine Gerade. Und das geht irgendwie durch diese komischen Wellenformen, dass du eben diese zwei Geraden, du hast zwei Geraden, aber sie verhalten sich so. Ich weiß, was ich heute Abend noch gucken werde. Das klingt total spannend, weil das ist ja, nämlich... Wir können auch jetzt gleich mal die Pause machen. Was? Und dann das gucken und dann machen wir weiter. Genau, und irgendwie, es geht halt, du kannst halt quasi diese keine Ahnung, Form, whatever, es geht irgendwie nur mit Häkeln, dass du das nachmachen kannst. Stricken geht nicht, geht nur mit Häkeln. Und auf jeden Fall hat man das festgestellt und dann hat man halt gemerkt, dass irgendwie Korallen oder auch Nacktschnecken im Meer, dass die benutzen quasi diese komischen, wie auch immer man das nennt, diese Wellenform auch. Und deswegen kamen sie irgendwie auf dieses Häkeln und Korallen, also da ist noch quasi diese mathematische Story dahinter. Mhm. Und du kannst auch nochmal zurück zu der Website gehen, André. Ja. Da ein bisschen runterscrollen. Genau. Da oh, das ist so cool. Ich kann es noch weiter runter, Entschuldigung. Genau, da kannst du noch mal kurz durch die Galerie. Also es schaut wirklich, es ist wirklich cool. Also die schauen wirklich cool aus. Und genau, also ein paar sind halt, das sind die zwei Schwestern. Einige von den Korallen sind halt von den Schwestern gemacht und dann haben sie halt irgendwie angefangen, eben immer bei ihren Ausstellungen, dass es quasi sogenannte Satellitenriffe pro Ausstellung gab, dass dann eben vor Ort nochmal ein Riff kreiert wurde, was eben von Leuten gehäkelt wird. Richtig also, geil. Abgefahren. Das ist wirklich sehr cool, schaut wirklich sehr, sehr cool aus. Das Witzige ist ja, dass der Frieder Burda ist ja ein Zeitschriftentyp und der ist für Häkelzeitschriften auch bekannt geworden. Der hat da richtig viel Kohle gemacht in den 50er, 60ern. Nee, das ist eine Familie. Das sind drei Brüder. Ja, die sind doch, das sind die mega Reichen auch. Ja, genau. Ja, der ist tot. Also der hat halt eine Stiftung, da ist dieses Museum entstanden. Der ist aber vor 2 oder 3 Jahren gestorben. Ja, was man so macht. Genau, nee, aber der hatte den Verlag nicht mehr. Ach so. Die haben auch zu denen, also der Bruder hat den Verlag, also irgendwie, die haben aber German Wings und Crossing, also keine Ahnung, die sind richtig reich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich sind sie alle untereinander zerstritten, so wie das ist. Das so wie sich das gehört, so reiche Familien. Ich sag nur, eine gute reiche Familie ist zerstritten. Ja, im Beef, immer Beef. Oh ja, habe ich gerade aus der deutschen Klatschpresse auch geile... Hier, der Chef von Trigema hat, also ist ja irgendwie eine deutsche Firma, die diese Polohemden herstellt. Der hat gesagt, er möchte, dass seine Kinder im Wettstreit gegeneinander antreten. Wer die Firma übernehmen wird. Und ausschlaggebendes Kriterium ist die Partnerwahl. Ich denke mir so, was ist das für ein Blödsinn? Ja. Habe ich heute auch gelesen, irgendwie diese Überschrift irgendwo oder so. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, ja, wenn jemand irgendwo in Baden-Württemberg unterwegs ist oder so, also lohnt sich, war eine coole Ausstellung. Also ein schönes Teil. Genau. Und Horsti, was ist die Frage mit, war das nicht auch Todenhöfer? Kam die gerade? Habe ich was verpasst? Wer ist Todenhöfer? Todenhöfer ist doch der Journalist, der beim IS war und jetzt zur Bundestagswahl eine Partei gegründet hat. Ich ist nur gefährliches Halbwissen. Ja, siehst du, deswegen sage ich gleich, ich weiß es nicht, damit ich nicht mit so einem dummen, gefährlichen Halbwissen aufwarte und mich voll in die Nesseln setze. Brauche Aufklärung. Aber gut. Naja, es ist ja so eine Tradition momentan, dass Leute, die sehr viel Geld haben und eine Firma irgendwas tun, um herauszufinden, welcher Nachwuchs was machen darf oder so. Der DM-Typ, der hat auch gesagt, seine Kinder sollen nichts erben, das soll alles Gemeingut werden. Okay. Die müssen immerhin nicht gegeneinander antreten. Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich ein guter Ansatz. Zu sagen, meine Kinder sollen es nicht erben, sondern es soll Allgemeingut werden. Mhm. Ja, und dann gibt es noch den Rossmann, der ja auch ein Kinderbuch geschrieben hat.
Der hat doch auch immer das, der Zorn des Oktopus oder so, das sieht man doch immer vom Rossmann, das ist doch immer ja. der Buchbestseller. How to become Bestseller. Man gründet ein paar Jahrzehnte vorher eine Drogeriekette. Und dann kann man später auch Autor machen. Er kauft sein Buch dann da. Ach so, das so wusste jetzt. Ich auch nicht. Team Tonhöfer sind eine politische Bewegung mutiger Menschen, die sich mit Wert richten. Das weiß ich nicht. Ehemaliger Bundestagsabgeordneter ist der Tonhöfer und der ist 81. Ich weiß nicht, ich steige da jetzt nicht ein. Es gibt aber noch einen Jürgen Tonhöfer. Ja, das ist der Jürgen Tonhöfer. Egal. So, zurück zum Wesentlichen. Ja, schönen guten Tag, Lauchpower. Lauchpower habe ich eben schon Hallo gesagt. Guerillaschieb ist da. Guten Tag. Ja, das habe ich auch gelesen, dass Maschmeyer auch ein Kinderbuch geschrieben hat. Irgendwie so die Start-up-Gang oder sowas. Ja. Oh ja, oh, stimmt. Richtig schlimm. Ich habe dann auch so kurz ein bisschen reingeguckt bei Amazon und irgendwie so, oh Gott, die Start-up-Gang. Und dann sind so Kinder, die irgendwie ihr eigenes Start-up machen, ey. Boah. Das ist richtig furchtbar. Eklig. Ja. Ja. Aber das ist eh, was ist das für ein Ding mit diesem Kinderbuchschreiben? Ich habe auch das Gefühl, dass halt gerade so jeder, ja. der irgendwie ein bisschen berühmt ist, ein Kinderbuch schreibt. Ja, das ist so ein Hin- und Her-Gekacke auch von Verlagen, weil die halt glauben, dass sie da Geld mit verdienen können. Wenn Fußballleute auf einmal irgendwie ein Fußball-Kinderbuch schreiben und so, die versuchen da immer irgendwie alles mitzunehmen. Ich weiß es auch nicht. Und das meiste wird ja auch, ich bin auch schon angefragt worden, ob ich ein Kinderbuch für jemanden Berühmten schreiben möchte. Ich stehe da nur nicht drauf. Dann habe ich abgelehnt. So machen die das. Ja. Ah, ja. So. Also du wurdest als Ghostwriter an. Ich wurde als Ghostwriter, ja, genau. Angefragt. Oh, wie erbärmlich das ist. Ja. Ein Kinderbuch und dann lässt du das ghostwriten. Ja. Und hier, warte, noch zu eurer allgemeinen Belustigung. Aktuell im Süddeutschen Magazin. Räumen kleine Eulen wirklich gerne auf? Wer heute als Prominenter etwas auf sich hält, schreibt ein Kinderbuch. Wir haben die Werke von Herzogin Meghan, Paul McCartney, Natascha Ochsenknecht, Marie Kondo und andere geblättert und viel Seltsames entdeckt. Dann, ja, könnt ihr euch durchblättern, falls ihr ein bisschen Spaß haben wollt. Oh, das gibt es das, Horsti, gibt es das als Buch? Baselianische Statistik für Kinder? Finde ich super. Naja, das Ding, Lauchpower, ist, du kriegst relativ viel Geld dafür. Du wirst ja rausgekauft. Du kriegst einmal Geld und wirst an den Verkäufen nicht beteiligt. Und Kinderbuch schreiben ist ja jetzt nicht so das Ding, womit man reich wird, es sei denn, man hat richtig Glück und einen Bestseller oder mehrere am besten. Insofern. Ja, also du kannst, ja, zum Beispiel. Aber das ist natürlich attraktiv auf so eine gewisse Art. Das kommt darauf an, was du so für Vorstellungen hast, wie du dein Geld verdienen möchtest. Und Ghostwriting ist lukrativ. Man hat nur selber wenig davon, wenn man aus innerem Antrieb versucht, Bücher zu machen. Zwei Freunde im Fußballfieber. Lasst euch nicht durch meine Links ablenken. Ja, sorry. Ich bin voll heiß, jetzt das Ding zu lesen. Ja, es ist sehr schön überspitzt zusammengefasst alles. Ich habe auch irgendwo mal, ich weiß nicht, ob es ein Fake war oder ob es real war, How to set up Windows NT Server for Grandma als Kinderbuch. Aber mein Gott. Aber das ist, danke für den Link, werde ich mir auf jeden Fall auch später reintun. Ja. Der Abend wird lang. Ja, wir haben ja auch Inhalte. Also noch mehr wir haben ja auch Inhalte. Ja. Wir haben auch Inhalte. Korallenbleiche und so. Korallenbleiche, André. Ach so, ja. Was? Korall, genau. Kommen wir mal zu einem etwas ernsteren Thema. Ja. Nämlich, ich habe mir... wie mache ich das denn jetzt? Genau, ich zeige das nochmal kurz hier. Ich habe mir mal ein bisschen, ich meine, der IPCC-Bericht kam vor 5, 6 Tagen raus. Also Weltklimarat, diese Einschätzung von verschiedenen Experten, das alles zusammengefasst und dann gab es noch irgendwie
Die machen ja auch quasi Politikempfehlung und Handlungsoptionen für Politiker. Und da mussten auch noch mal die ganzen Regierungsbeamten und so auch noch mal drüber, weil da gibt es irgendwie so einen Konsens, dass da Optionen reingeschrieben werden. Das ist nicht nur alleine etwas, was von WissenschaftlerInnen verfasst wird. Und da kam wenig Presse zu. Und ich habe mir das jetzt mal angeguckt und ich dachte, wir quatschen heute mal wenigstens über den Teil über wie heißt die Überschrift? Genau, der IPCC-Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima. Den würde ich gerne mal kurz mit euch durchgehen. Und ich habe hier das mal, wo man all diese ganzen Sachen finden kann, auch kurz zusammengefasst. Schmeiße ich mal gerade in den Chat. Kurz zusammengefasst in so Dokumenten, wo die Hauptpunkte drinstehen, weil es richtet sich ja auch an Leute aus der Politik. Das heißt, die machen sich eh schon die Mühe, die ganzen Punkte kurz zusammenzufassen. Ich habe auch mal in den längeren Bericht reingelesen. Das ist wirklich super detailliert mit unglaublich vielen Daten und Literaturangaben und sowas. Aber wir gucken uns heute noch so ein bisschen, und da mache ich mal wieder auf die andere Ansicht. Weil da wollte ich jetzt nicht, dass ihr das alles mitlest, sondern ich würde das halt zu Teilen einfach ein bisschen vorlesen und dann quatschen wir drüber. Was mich ein bisschen ärgert, ist mein Prof, ich mache ja in der Theorie zumindest eine Doktorarbeit. In der Praxis auch. Ja, ich bin da eingeschrieben. Richtig. Genau. Und mein einer Prof, der eine Betreuer ist Olaf Hohmeier und der hat das IPCC Klima, eins von diesen Panels da betreut und ist immer noch, das geht immer bei ihm um erneuerbare Energien und eigentlich wäre der ein richtig geiler Kandidat, um den mal zu fragen, ob der mal Zeit hat für ein Gespräch für sowas. Ja. Ja, aber der ist immer sehr schwer und viel beschäftigt. Ja. Und jettet durch die Welt. Wundert mich jetzt gar nicht. Er hat da sogar einen Nobelpreis für gekriegt, also die Gruppe mit ihm. Also er hat einen kleinen Teil eines Nobelpreises. Ja. Nicht schlecht. Ja, genau. Ja. Und bei dem schreibst du deine Doktorarbeit. Mhm. Abgefahren. Mhm. Mhm. Okay. Also, es gibt so ein paar Punkte, um genau zu sehen, ich glaube, es sind ja ungefähr 16. Also erstmal beobachtete Veränderungen und Folgen aus Ozeanen und der Kryosphäre, also überall da, wo Eis und Gletscher und sowas sind. Erster Punkt, im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte hat die globale Erwärmung dazu geführt, dass die Kryosphäre weiträumig geschrumpft ist. Dies beinhaltet Massenverluste von Eisschilden und Gletschern, Rückgänge der Schneebedeckung und der arktischen Meereseisausdehnung und Dicke sowie erhöhte Permafrosttemperaturen. Zweitens, es ist praktisch sicher, dass sich der globale Ozean seit 1970 ungemindert erwärmt hat und mehr als 90% der zusätzlichen Wärme im Klimasystem aufgenommen hat. Also 90% sind in die Ozeane und Meere geflossen. Seit 1993 hat sich die Geschwindigkeit der Ozeanerwärmung mehr als verdoppelt. Die Häufigkeit von marinen Hitzewellen hat sich seit 1982 verdoppelt und ihre Intensität nimmt zu. Durch die Aufnahme von mehr CO2 ist die Ozeanoberfläche zunehmend versauert. Sauerstoffverlust fand von der Oberfläche bis in 1000 Meter Tiefe statt. Also das mit der CO2-Aufnahme, da haben wir auch so ein schönes Experiment für. Das mit dem Rotkohlsaft, wenn man reinblubbert, ändert der die Farbe, weil sich CO2 im Wasser löst. Und wenn Wasser warm wird, so wie es hier jetzt beschrieben ist, kann sich auch mehr CO2 im Wasser lösen. Und dann bildet sich, wenn sich CO2 im Wasser löst, Kohlensäure. Und dann wird das Meer saurer. Nee, eigentlich, wenn das Wasser wärmer wird, kann sich weniger Gas drin lösen. Ja? Mhm. Stimmt. Du hast mehr. Warte mal, dann nehmen wir das hier nochmal auseinander. Achso, ja, es gab mehr, ja genau, die Temperatur spielt keine Rolle, es gab mehr CO2, also hat das Meer auch mehr CO2 aufgenommen, unabhängig von der Temperatur. Genau, weil das Problem ist quasi, wenn das Meer sich erwärmt, dass es weniger CO2, also dass es wieder CO2 freigibt und damit ist es so quasi umgedrehtes Rad, also dass durch den Klimawandel das Meer, das Wasser wärmer wird und dadurch wird aber wieder mehr CO2 aus dem
kann der Ozean weniger CO2 aufnehmen. Und weniger Sauerstoff kann sich auch lösen. Deswegen hast du auch einen Sauerstoffverlust. Ah, alles klar. Durch die Erde. Ja. Genau, aber das berichten sie. Oh, und ich sehe gerade im Chat, ich soll schöne, Guerillasheep schreibt, ich soll schöne Grüße von, an Jules von meiner Tochter ausrichten. Die kam gerade hier rein und quietschte, da ist die Julia. Hi, ich habe aber den Namen von deiner Tochter vergessen. Dann kann ich sie mit Namen grüßen. Ja, okay. Dritter Punkt, was physikalische Veränderungen. Der mittlere globale Meeresspiegel stieg an. In den letzten Jahrzehnten beschleunigte sich dieser Anstieg sowohl aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit von Eisverlusten des grönländischen und antarktischen Eisschildes, als auch aufgrund des anhaltenden Gletschermassenverlustes und der thermischen Ausdehnung des Ozeans. Erhöhte Windgeschwindigkeiten und Niederschläge, tropische Wirbelstürme sowie Zunahme extremer Wellen verschärften in Kombination mit dem relativen Meeresspiegelanstieg Extremwasserstände und Gefährdungen an Küsten. Das ist voll schwer, dem zu folgen, André. Ja, ne? Also mir fällt es voll schwer. Wenn ich da nichts zu sehen kann oder nicht lesen kann, dann muss ich mich total konzentrieren, um herauszufinden, wo die Kerninformationen sind. Die sind natürlich sowieso in jedem Satz, aber... Also können wir das mitlesen? Ja, na klar. Wo steht das? Das wäre geil. Jetzt sage ich, hi Anna. Ich schieb das mal dahin. Ah, das ist ein Traum für mich als Lisa-Freund. Ich wollte euch nicht mit Text erschlagen, aber ich kann es auch noch mal größer machen. Für mich ist alles okay, solange ich dem auch folgen kann, weil meine. Nee, ich meinte dann auch für die Leute, weil die hatten es jetzt eben nur auf einem Viertel des Bildschirmes. Ja, dann mach für die doch groß. Ja, habe ich jetzt auch. Cool. Genau. Also, globaler Meeresspiegel stieg an durch die verschiedenen Eismassen. Aber was ich jetzt. Das sind so die drei Sachen, die irgendwie klar waren. Was ich danach spannend fand, sind diese beobachteten Folgen für Ökosysteme, die dann kamen. Mhm. Und schon die erste Frage. Was denn? Schon die Smooth Chiller hat die erste Frage. Geht es damit um den Thwaites-Gletscher? Da geht es noch nicht um den Thwaites-Gletscher. Also mittelbar schon. Also durch den Massen, weil hier steht ja hier. Als auch aufgrund des anhaltenden Gletscherverlusts und der thermischen Ausdehnung, also Gletscherverlust. Mhm. Der Thwaites-Gletscher ist ja. Ein Teil im Osten der Antarktis, eine große Eismasse. Aber generell sind die ganzen Eismassen im Westen der Antarktis, ist ja vor 2 Wochen gerade irgendwie ein großes Eisschild abgebrochen. Und das, was am Südpol passiert, ist halt besorgniserregend, weil im Gegensatz zum Nordpol unterm Südpol halt eine große Landmasse ist und das Wasser aufliegt. Das heißt, alles, was ins Meer reinfällt, sorgt dafür, dass der Meeresspiegel steigt. Wenn der Nordpol taut, steigt der Meeresspiegel auch ein bisschen, aber nicht besonders viel, weil diese Eismasse schwimmt und sitzt halt nicht auf einer Landmasse. Beim Südpol ist das tatsächlich der Fall. Und Thwaites-Gletscher, das haben wir vor ein paar Wochen mal bequatscht, glaube ich. Ich glaube sogar in der letzten. Mhm. Da ist halt diese Gefahr, dass er an so einer blöden Stelle sitzt. Und wenn Ebbe und Flut unter den Thwaites-Gletscher drunter gehen, dann wird von unten der Gletscher abgeschmolzen, sodass irgendwann eine riesige Eismasse abbricht. Ich weiß nicht. So halb so groß wie Deutschland oder noch. Nee, ich glaube kleiner. Irgendwie sowas wie Niederlande. Also ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein riesiges Stück Eis, was dann abbrechen würde. Und das wäre dann halt auf einmal. Also wenn der dann abbricht und schmilzt, würde das alleine für ein paar Zentimeter Meeresspiegelanstieg reichen. Also wenn er komplett abbricht und schmilzt. Irgendwie sowas. Aber darum geht es hier nicht. Also nur mittelbar halt quasi auch Gletschermassenverlust. Ist damit gemeint. Okay, aber das ist jetzt ganz interessant, das hattest du nicht vorgelesen, ne? In Klammern immer dieses so sehr Ach so, ja, genau. Mittleres Vertrauen und so wahrscheinlich praktisch sicher
finde ich auch interessante Punkte. Diese Sachen, da gibt es eine Sprachkonvention in diesem IPCC-Bericht. Da können wir auch mal gerade gucken. Das ist hier. 95 bis 100% eher wahrscheinlich. Achso, genau, da ab und zu kommen da jetzt auch dann wahrscheinlich. Also kommen da einige Wahrscheinlichkeitsangaben und ich weiß nicht, wo das steht. Das war, glaube ich, irgendwo in einem Anhang mit dem sehr hohes Vertrauen, also wie hoch die Datenlast ist, die man da drin hat. Die haben so einen bestimmten Sprachcode eingeführt, um halt quasi auch, wie gesichert diese Aussagen sind. Also wie, beziehungsweise nicht wie gesichert diese Aussagen sind, sondern wie gut sie sie mit Fakten untermauern können oder mit Daten oder mit Modellen, irgendwie sowas. Ja, nee, das habe ich eben nicht vorgelesen. Ich dachte zur, aber wenn wir es uns jetzt eh angucken, dann können wir es auch erwähnen. Gut, dass du es gesehen hast, Julia. Sonst hätte ich das vergessen. So, Punkt 4. Veränderung der Kryosphäre und damit verbundene hydrologische Veränderungen hatten Folgen für Land- und Süßwasserarten und Ökosysteme in Hochgebirgen und Polargebieten durch das Freiwerden von ehemals eisbedecktem Land, Änderungen der Schneebedeckung und dem Tauen von Permafrost. Dieses Tauen von Permafrost ist halt auch so eine krasse Nummer, weil dadurch auch Methan freigesetzt wird, was auch ein Treibhausgas ist, das noch stärker als CO2 in der Atmosphäre zum Aufheizen beiträgt. Das ist halt, und dass sich jetzt schon bei den Ökosystemen für ganz, ganz viele Tierarten und Pflanzenarten sowohl im Hochgebirge als auch im Polargebiet super viel geändert hat, ich wusste das irgendwie, aber ich fand es halt so in dieser Deutlichkeit hier zu lesen auch nochmal eine krasse Erkenntnis. Also, dass sich so viel geändert hat. So. Ich will jetzt nicht allerdings alle Textbausteine vorlesen, weil das dauert sonst alles ein bisschen länger. Hier in Punkt 5 geht es um Populationsdichte und Verbreitungsgebiete und saisonale Aktivitäten von verschiedenen Tierarten und Vogelarten, die halt im und am Meer leben. Und es gibt eine Verschiebung der Artenzusammensetzung. Und Punkt 6 ist, Küstenökosysteme werden durch die Erwärmung des Ozeans beeinträchtigt, einschließlich verstärkter mariner Hitzewellen, sowie durch Versauerung, Sauerstoffverlust, Eindringen von Salzwasser und Meeresspiegelanstieg in Kombination mit negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf den Ozean und auf Landsysteme. Folgen für die Größe von Lebensräumen und die Biodiversität sowie für Ökosystemfunktionen und Leistungen werden bereits beobachtet. Das heißt also, hier in kurz nur mal gerade dargestellt, die ersten Auswirkungen quasi an jeder Küste sind beobachtbar in der Tier- und Pflanzenwelt. Was mir so auch, also auf der einen Art wusste ich das, aber es war irgendwie schon interessant, das einmal so in dieser Deutlichkeit zu lesen. Oder was sagt ihr dazu? Bei mir ist keine Stille. Ist mir jetzt nicht so neu. Okay. Ich frage mich gerade, warum die finale Version von 2020 ist. Damit beschäftige ich mich gerade emotional. Weil wenn du weiter oben guckst, in der Headline steht, dass sie diese IPCC-Berichtszusammenfassung von vor 2 Jahren ist. Und wenn sie es gerade jetzt rausgebracht haben. Ja, sie haben diese, warte mal gerade. Ödel. Gerne Guerilla Sheep. Wahrscheinlich ist das so eine Gedankenübertragung. Die Menschen, die viel Tiere im Namen oder mit vielen Tieren zusammenarbeiten, Der Sonderbericht ist bereits 2020 rausgekommen, weil das sind verschiedene Sonderberichte.
Der sechste IPCC-Sachstandsbericht, der ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Und aus dem werden auch, da weiß man noch nicht, ob es Sonderberichte geben wird, aber im Prinzip gab es für Spezialräume, wo es eine besondere, Gefährdung gab, gab es drei Sonderberichte, nämlich Sonderbericht über die 1,5 Grad globale Erwärmung, Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme und Sonderbericht über Ozean und Kryosphäre. Und die sind schon von 2020. Ich habe mir den hier rausgegriffen, weil er thematisch zu plötzlich Wissen passt. Genau, beim siebten Punkt geht es um Ernährungssicherheit, Wohlergehen, Infrastruktur, Verkehr, Tourismus und Erholung, was das für Auswirkungen auf den Menschen hatte und dass Anpassungsanstrengungen immer gut dann gut funktioniert haben, wenn man indigenes Wissen und lokales Wissen mit eingebracht hat. Den will ich aber kurz, ich will es halt kurz einmal zusammenfassen. Punkt 8 ist Veränderungen im Ozean. Gibt es regional unterschiedliche Resultate im marinen Ökosystem? Fischerei und sowas, lokale Kulturen und Lebensgrundlagen sind sowie Tourismus und Erholung sind halt bedroht, wenn Ökosysteme sich verändern. Und Küstenbevölkerung sind halt Gefahren ausgesetzt. Einmal tropische Wirbelstürme, extreme Meerwasserspiegel und Überschwemmungen, marine Hitzewellen, Meereisverlust und Tauen von Permafrost. Weltweit wurden vielfältige Maßnahmen umgesetzt, meist nach Extremereignissen, aber manche auch in Erwägung zukünftiger Meeresanstieg, zum Beispiel große Infrastrukturen. Ja. Die Niederlande. Nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, worauf sich da bezogen wird. Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Die spannenden Fakten. Das sind die Sachen, die ich spannend finde. Was es denn dann war? Warte ja, genau. Mal. Ja. Deswegen habe ich ja jetzt zu den Hornhechten, die später noch kommen, etwa 25 Sachen, die mir geschickt, weil ich wieder nicht aufhören konnte in der Recherche. Und ich habe dir nicht alles geschickt. Okay. Weil ich von Hölzchen auf Stöckchen, ich gucke mir halt immer nicht ein Paper an, sondern etwas sehr, ein paar. Ein paar wenige, die man an 2 bis 4 Händen abzählen kann. Egal, anderes so, Thema. Das waren jetzt die ganzen Beobachtungen, die gemacht wurden. Und jetzt kommen wir zu den projizierten Veränderungen und Risiken, die die Wissenschaftler halt sehen. Massenverlust an Gletschern im globalen Ausmaß, Tauen von Permafrost sowie der Rückgang der Schneebedeckung und des arktischen Meereis werden sich laut Projektionen in der nahen Zukunft 2031 bis 2050 fortsetzen, da die oberflächennahe Lufttemperatur zunimmt, was unvermeidliche Auswirkungen auf den Abfluss von Flüssen und lokale Gefahren hat. Der grönländische und antarktische Eisschilde werden laut Projektion während des gesamten 21. Jahrhunderts und darüber hinaus mit zunehmender Geschwindigkeit an Masse verlieren. Die Geschwindigkeit und Ausmaß dieser kryosphärischen Veränderungen werden laut Projektion bei einem Pfad mit hohen Treibhausemissionen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts weiter zunehmen. Starke Verringerung der Treibhausemissionen in den kommenden Jahrzehnten werden laut Projektion weitere Veränderungen nach 2050 reduzieren. Also, ja, wir müssen CO2 einsparen. Das ist jetzt das hätte man auch in kürzeren Worten, aber ich... Ja, aber weißt du, wie die Dinger zusammengeballert werden? Das ist, dass die überhaupt zu so einem Paper kommen innerhalb von ein paar Jahren, ist ein Wunder. Mal so ein Planspiel bei den Vereinten Nationen mitgemacht. Da diskutiert man auf theoretischer Wortbasis. Lauchpauer hat eine Frage, nämlich, der Meeresspiegel dürfte ja nicht überall gleichmäßig ansteigen. Gibt es da Infos, wie unterschiedlich der ausfällt? Da hast du ja mal was zur Kartoffel gemacht, ne? Ja, aber...
Da gibt es doch so eine Karte. So eine Karte, wo man das simulieren kann. Wo man sieht irgendwie, wo man so verschiedene Meeresspiegelerhöhungen auswählen kann und dann wird angezeigt, was alles unter Wasser ist. Dann. Ja, stimmt, das haben wir auch schon mal. Ja, das hatten wir auch schon mal und ich hab's hier auch. Das ist von Transition, vom Transition-Blog. Die haben da eine, wo haben wir es denn? Hier haben wir die Karte. Die können wir auch mal direkt hier reinwerfen, warte. Wir machen mal, das kann man immer nur in 1 Meter Schritten machen. Nur in 1 Meter. So, hier ist Hamburg. Hast du, dass du das sofort wieder findest, André? Du bist organisiert. Das war... Sag nichts. Das war einfach sehr gut. Das war vorbereitet, hör mal. Ah ja. Ach so. Richtig gut. Ja, also das hier ist, ne, Nordsee, Helgoland, hier ist Hamburg und so. Und tatsächlich ist es so, die Erde ist nicht rund, die Erde ist eine Kartoffel, das stimmt. Also ist an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich dicht. Aber wenn der Meeresspiegel ansteigt, der globale Meeresspiegel, also es ist jetzt nicht so, dass der Meeresspiegel nur im Indischen Ozean oder nur um den Südpol ansteigt, sondern das hat Auswirkungen auf alle Meere. Also weil alles ist verbunden. Ja, genau. Also das ist der Meeresspiegelanstieg wird gleichmäßig sich über die Welt verteilen. Wenn der Meeresspiegel um 1 Meter steigt, dann steigt der weltweit an jeder Küste um 1 Meter. Und wenn wir das mal machen hier, das ist 1 Meter. Also es ist halt schon, ich wünschte, man könnte kleinere Abstufungen machen, aber das ist 1 Meter. Das ist schon heftig, wenn du dir Norddeutschland anguckst. Ja, weil es so flach ist da, ne? Ja. Wenn wir so Steilküsten hätten, dann wäre das alles gar kein Problem. Ja, und hier, ne, Ostseeküste, warte mal. Ja, die haben weniger Probleme, ne? Richtig, da sind so ein, zwei bisschen hier Küstenregionen weg und so, aber Nordsee ist halt, offen. Ja, ist ordentlich flach, ne? Da haben wir ja auch nicht einen Kattegat dazwischen, ne? Skagerrak und Kattegat und so. Ja, wir können mal nach die Niederlande, da sieht es dann halt schlecht aus. Ein bisschen feucht ist das da. Ja. Genau, aber Hamburg, ja. Oh, die haben sicher Gummistiefel. Ja, ich habe mehrfach. Und ich wohne auch noch, Bremen ist auch ganz. Ey, guck, was krass ist, wenn du. Kannst du mal bitte in Hamburg reinzoomen? Das sieht nämlich so aus, als hätten sie das Bollwerk, die haben ja die Landungsbrücken und so neu gemacht. Deswegen ist der Norden von Hamburg nicht so doll betroffen. Da haben wir nämlich, glaube ich, auf 9 oder 10 Meter gerade die Deichlinie. Aber im Süden, da. Im Hinterland ist, ja, da wo Hamburg steht, weißt du? Ja. Das Wort. Da ist ja etwas südlich von dem Wort, ist die Hafen City und so. Und ja. Da haben sie die Deichlinie erhöht, kürzlich. Und deswegen gehe ich mal davon aus, wenn es nur um 1 Meter steigt, ist die Deichlinie immer noch geil genug, um den Rest von Hamburg Richtung Norden zu schützen. Gucken wir mal, wohin bei 2 Meter, bei 3 ja. Meter. Aber, ja, ich weiß halt nicht, ob sie die Deiche mit eingerechnet haben. Aber scheinen sie ja, sonst würde das ja jetzt schon bei 3 Meter oder so schlimmer bei aussehen. Bei 9 Meter, oder? Wir sind jetzt bei 9 Meter. Bei 9 Meter. Ja, das sieht ja immer noch gar nicht so schlecht aus für Hamburg. Nee. Gut, die also Elbe ist ein bisschen cool, breiter, ne? Die Elbe ist aber nur südlich. Aber ich weiß nicht, ob ja, keine Ahnung, weißt du so, ob sie wirklich die Deiche mit eingerechnet haben oder ob sie einfach nur irgendwie so... Jetzt habe ich 20 Meter gemacht und... Ja gut, das ist schlecht. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist schlecht. Das ziehe ich nach Ostdorf, sage ich mal. 20 Meter sieht das schon ganz gut aus. Ja. Was denn bei 40? Okay. Ja, nun... Hannover, Braunschweig. Und bei 60, Orte. Ja, genau. Dann ist bei 60 Meter ist Wolfsburg eine Küstenstadt. Ja, gut, aber das würde Wolfsburg noch ein bisschen aufwerten. Ja. Ja, okay, aber alles wertet Wolfsburg aus. Berlin ist unter Wasser. Nun gut.
Aber da haben sich dann bestimmt 10.000 Startups gegründet und sowieso schon alle auf Hausboote umgezogen oder so. Ja, bei 40 geht's noch. Entschuldigung, Sarkasmus. Ja. Ja, und um die kurze Frage zu beantworten, nee, wenn es irgendwo um einen Meter steigt, dann steigt es überall um einen Meter. Aber wir haben jetzt nochmal auf die Karte geguckt. Ich habe die Kartoffel, den Kartoffellink noch reingeballert in unseren... Kartoffellink? Naja, zu deinem Artikel, wo damals die Frage war, wie das sich mit dem Meeresspiegel alles verhält, weißt du? Ja. Die Karte mit den Meerhöhen schmeiße ich auch mal in den Chat. Ja, eine sehr gute Idee. Meine Erdnussflips gehen rapide dem Ende zu. So, zweiter Punkt. Laut Projektionen werden die Ozeane im Laufe des 21. Jahrhunderts einen Übergang zu noch nie dagewesenen Bedingungen vollziehen. Mit erhöhten Temperaturen, stärkerer Schichtung im oberen Ozean, weiterer Versauerung, Sauerstoffrückgang sowie veränderter Netto-Primärproduktion, mariner Hitzewelle und extremen El Niño und El Niña-Ereignissen werden laut Projektionen häufiger werden. Die Atlantische Meridionale Umweltbewegung, das ist, wovon der Golfstrom ein Teil ist, kurz Atlantic Meridional Overturning Circulation, und die Golfstrom ist ein wichtiger Teil davon, wird sich laut Projektionen abschwächen. Die Geschwindigkeit und Größenordnung dieser Veränderungen werden unter Szenarien mit geringen Treibhausgasemissionen kleiner sein. Aber das ist halt auch schon heftig, weil dieser AMOC sorgt halt für das gemäßigte Klima hier in Europa. Und wenn der sich abschwächt, werden wir auf jeden Fall kältere Winter, trockenere Winter und heißere Sommer kriegen. Und feuchtere Sommer wahrscheinlich. Ja. Aber das ist, hier ist eine, also ziemlich viel drin, ne? Eine stärkere Schichtung im oberen Ozean heißt dann, Julia, was? Eine stärkere Schichtung, ja. Also dass du, naja, also dass du halt, dass die Wassermassen sich weniger vermischen, also dass du dann krassere Temperaturgefälle hast und dadurch, hast du quasi Schichten, die sich weniger vermischen. Ne? Also Wasser, was weniger dicht ist und dichter ist, und dadurch hast du weniger Vermischung, dadurch hast du weniger Nährstoff, also Wärmeaustausch, weniger Nährstoffaustausch und so weiter. Okay. So, danke. Und jetzt hier der Punkt 3, den will ich jetzt nicht komplett vorlesen, da habe ich noch ein bisschen was mitgebracht, um das besser zu verstehen. Aber der Meeresspiegel steigt weiter mit zunehmender Geschwindigkeit. Extremwasserstände, die historisch selten sind, einmal pro Jahrhundert in der jüngeren Vergangenheit, werden laut Projektionen bis 2050 in allen RCP-Szenarien an vielen Orten häufig mindestens einmal pro Jahr auftreten, insbesondere in tropischen Regionen. Und diese RCP-Szenarien sind halt die... sind halt diese vorausberechneten Geschichten für den IPCC-Sachstandsbericht, den es seit einer Weile gibt. Das schmeiße ich auch mal rein. Aber im Prinzip ist das halt, also das geht weit über, also da steckt nicht nur 1,5 Grad, 2 Grad, 4 Grad und so solche Sachen drin, sondern da spielen mehrere Faktoren rein, auch wie hoch die Weltbevölkerung ist, wie der Verbrauch an Kohle, an fossilen Brennstoffen und an nachwachsenden Brennstoffen ist und wie viel erneuerbare Energien es gibt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist damit reinberechnet, aber selbst der positivste, positivste von diesen Projektionen oder von den Szenarien sagt, dass halt zunehmendes Ereignis. Ja, genau, dass etwas, was einmal pro Jahrhundert in der jüngeren Vergangenheit war, ab 2050 mindestens einmal pro Jahr auftreten wird, besonders in den tropischen Regionen, aber das gilt auch für uns.
Ja, das heißt, wir haben dann jedes Jahr einmal so ein Ja, Jahrhunderthochwasser. genau. Also dann Jahreshochwasser. Ja, genau, so ungefähr. So, und über die schlechteste Projektion, das will ich auch noch mal kurz, ne? Hatten wir ja Unter den eigentlich auch schon Bedingungen jetzt. von RCP 8.5, das ist die, wo wir quasi einfach so weitermachen wie bisher, ohne Begrenzung, dass der Meeresspiegelanstieg in den kommenden Jahrhunderten Geschwindigkeiten von mehreren Zentimetern pro Jahr überschreiten wird. Was zu einem Anstieg von mehreren Metern führt. Ja, also. Wolfenbüttel. Genau. So. Wobei man auch Wolfsmoment. sagen muss, mittleres Vertrauen, ne? Ja, Ja. okay. Also mittleres Vertrauen ist jetzt Nicht so hart wie hohes Vertrauen. Ja. Also müssen wir noch nicht ganz so schlimm glauben, dass wir nach Wolfsburg ziehen müssen innerhalb der nächsten 10 Jahre. Ich will nicht nach Wolfsburg. Du kannst ja auch weiter nach in den Süden ziehen, wenn du nicht an der Küste wohnen Dann willst. haben wir ja das Jahreshochwasser. Wenn ich in eine schöne Weinregion ziehe oder so, dann habe ich Jahreshochwasser und also das ist doch alles scheiße. Wo soll ich hin? Ein Alpenort oder so? Keine Ahnung. Schmilzt mir der Gletscher weg. Der ist dann schon weg. Ja, okay. Ja, Punkt 4 ist weniger Artenvielfalt, also biologische Vielfalt. Das ist Wald- und Flächenbrände für den Rest des Jahrhunderts in den meisten Tundragebieten und borealen Regionen sowie in einigen Gebirgsregionen deutlich zunehmen werden. Also es brennt mehr und Biodiversität geht zurück. Punkt 5. Ökosysteme der Ozeane, von der Oberfläche bis zum Tiefseeboden, wird unter allen Emissionsszenarien im Laufe des 21. Jahrhunderts ein Rückgang der globalen Biomasse mariner Tiergemeinschaften, ihre Produktion und ihres Fangpotenzials sowie eine Verschiebung der Artenzusammensetzung projiziert. Okay, das ist alles so mittleres Vertrauen. Okay, da kommen auch ein paar Sachen. Hier geht es darum, wie halt Fische und Sachen, die wir halt aus dem Meer rausfangen können, dass das stark zurückgehen wird. Und dass es krasse Auswirkungen auf die Bewohner haben wird, die davon leben. Und Punkt 6 von den Projektionen ist, die Folgen von Biodiversitätsverlust und wenn die Küstenökosysteme sich verändern oder zusammenbrechen, hatte das auch eben kurz zusammengefasst in meinem Kopf. Aha. Genau. Dann. Ich wollte das hier wollte ich überspringen. Der wichtige Teil ist der hier in der Mitte, wie ich finde. Für empfindliche Ökosysteme wie Seegraswiesen und Kelbwälder werden hohe Risiken projiziert, wenn die globale Erwärmung 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau überschreitet. Kombiniert mit anderen klimabedingten Gefährdungen für Warmwasserkorallen besteht schon ein hohes Risiko und es wird ein Übergang zu sehr hohem Risiko projiziert, selbst wenn die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird. Also die empfindlichen Sachen wie Korallen, Kelbwälder oder Seegraswiesen, da sind wir bereits in Reichweite, dass es denen wirklich schlecht geht. Nee, das ist schon so. Ja, okay. Das ist schon nicht mehr in Reichweite, das ist schon so. Ja, hier geht es dann Risiken für Menschen und Ökosystemleistungen, also wie sich das auf Wasserressourcen, auf die Nutzung von Wasserkraft, bewässerte Landwirtschaft und im Hochgebirge und so weiter auswirkt, dass Überschwemmungen zunehmen, Lawinen, Erdrutsche und Bodendestabilisierung. Dass es auch Auswirkungen auf Kultur, Tourismus und Freizeitgüter erhöhen wird. Also, okay, Alles das ist ist jetzt nicht betroffen. überraschend, ne? Zusammenfassend, es ist alles betroffen. Genau. Dann,
Verschiebungen und Verbreitungsgebiete von Fischarten und halt auch das, was man quasi rausholen kann mit Fischerei. Das ist Punkt 8. Und 9 ist wieder Meeresspiegel und Extremwasserstände verschärfen zusammen mit der Erwärmung und Versauerung der Ozeane auch die Risiken für menschliche Gemeinschaften in tiefgelegenen Küstengebieten. In arktischen menschlichen Siedlungen ohne schnelle Landhebung und auf städtischen Atollinseln werden die Risiken selbst unter einem niedrigen Emissionsszenario als moderat bis hoch projiziert, was auch das Erreichen von Anpassungsgrenzen mit einschließt. Also selbst wenn wir jetzt massiv reduzieren und bei einer Erwärmung von 1,5 Grad bleiben, sind halt arktische Siedlungen und Atollstaaten ziemlich am Arsch. Genau. Herausforderung, es ist auch nicht mehr viel. Okay. So. Jetzt Umsetzung von Maßnahmen in Reaktion auf Veränderungen in Ozean und Kryosphäre. Kannst du Kryosphäre erklären? Kryosphäre ist alles da, wo Eis zur Landschaft gehört. Also wo Gletscher oder dauerhaft Schnee liegt. Permafrost. Permafrost, genau. Danke. Das ist Kryosphäre. Gerne. Ja, Herausforderung, okay. Also, dass diese Gebiete sehr, sehr betroffen sind und schützenswert. Aber Stärkung von Reaktionsmöglichkeiten. Die weitreichende Leistung und Möglichkeiten, die von Ökosystemen im Zusammenhang mit Ozean und Kryosphäre bereitgestellt werden, können durch Schutz, Wiederherstellung, vorsorgliche ökosystembasierte Bewirtschaftung erneuerbarer Ressourcen und die Reduzierung von Verschmutzung und anderen Stressfaktoren unterstützt werden. Also, es soll damit ein bisschen besser verfahren werden. Das ist eine der Empfehlungen. Und vor allem überall steht halt auch drin, in vielen Zusammenhängen mit ökosystembasierten Anpassungen nur unter, also wenn man anfängt, da jetzt auf diese Bereiche besser zu achten, dann bringt das nur etwas, wenn wir auch überall anders Maßnahmen ergreifen. Also das ist dieser Satz. In vielen Zusammenhängen wird ökosystembasierte Anpassung nur unter den niedrigsten Erwartungsniveaus wirksam, Erwärmungsniveaus wirksam sein. Das heißt, nur wenn wir auch global Emissionen zurückfahren und die Erderwärmung abbremsen, sind diese Maßnahmen vor Ort überhaupt greifen die, genau. Und Punkt 3 finde ich so ein bisschen ist auch schon ein bisschen heftig. Redundant, ja, aber das haben die auch oben schon erzählt. Ja, ne? Hier wird Voraussetzung, da geht es halt darum, es geht darum, dass CO2, das Klima, dass Treibhausgase reduziert werden, dass die Erderwärmung aufgehalten werden soll. Hier sind sie da auch nochmal irgendwie sprechen von Zielkonflikten und so weiter und Niveau der globalen Erwärmung sollte unter 1,5 Grad sein. Das ist es ist alles nicht so einfach und wir müssen das global denken. Und der Satz hier, das ist der letzte Satz aus diesem Bericht, also aus dieser Zusammenfassung des Berichtes. Dieser Bericht spiegelt den Stand der Wissenschaft bezüglich Ozean und Kryosphäre für niedrige Niveaus globaler Erwärmung 1,5 Grad wider, wie er auch in früheren IPCC und IPBES-Berichten bewertet wurde. Das heißt, diese ganzen Gefahren, es sei denn, sie haben es oben eingeschränkt und auf ein bestimmtes Szenario gegeben, ist, wenn wir das globale Erwärmungsniveau auf 1,5 Grad halten, wo wir im Moment deutlich drüber liegen. Also wir müssen halt beschleunigen, den Treibhausgasausstoß, also
Die Reduktion des Treibhausgasausstoßes, die müssen wir noch beschleunigen, damit wir überhaupt 1,5 erreichen. Also wir liegen ja deutlich drüber, also alle G8-Staaten liegen deutlich drüber. Weltweit sind wir drüber über den CO2-Budgets, die eigentlich durch das Paris-Abkommen vereinbart wurden. Das heißt, wir steuern eher auf 2 oder noch mehr Grad Celsius zu, wie es im Moment aussieht. Und nicht auf 1,5 Grad. Und all diese Sachen, die schlimm sind, haben wir jetzt gerade gehört. Und das waren nur Ozean und Meere. Tut mir leid. Es war ein bisschen ein Downer, aber ich... Ach, du. Und also jetzt so lange. Träumt schön. Ja, ja, gute Nacht. Gucken wir uns jetzt Albträume. Den TED-Talk mit den Korallen und den zwei Punkten, die sich mit Linien, wenn man sie häkelt, nicht berühren. Das gucken wir uns jetzt an und dann gehen wir ins Bett und freuen uns darüber, dass wir alle nach Baden-Baden gehen und unser letztes Geld verjubeln, bevor wir uns ein Schwimmboot für Wolfsburg holen oder irgend so ein nautisches Fahrzeug, was man sich da abholen kann am VW-Werk. Der neue E-Golf Amphibius. Amphibius mit Strandzugang in Wolfsburg, direkt testbar an der Küste. Ja. Sie können nach Wolfsburg per Land oder Wasser anreisen. Ja. Es liegt jetzt an der Küste. Halleluja. Okay, kommen wir zur erfreulicheren. Ach ja? Ja, zu deinem Thema, Inga. Hornhechte. Hornhechte. Ja, toll, schau. Ja. Chiller weint schon. Oh Mann. Wir wissen jetzt nicht, ob sie weint wegen den ganzen schlimmen Sachen, die du gesagt hast, oder weil wir nach Wolfsburg ziehen müssen. Das Wolfsburg wird der ausschlaggebende Punkt sein. Bin mir relativ sicher. Das Gute, weil, das ist nicht Wolfsburg. Wolfenbüttel hat die Jägermeisterfabrik, ne? Das ist nicht Wolfsburg. Ja, Wolfenbüttel, nicht Wolfsburg. Aber die sind nicht beide, die sind relativ nah beieinander, glaube ich. Trinkt ihr gerne Jägermeister? Ich? Oh, ja. Nein. Ich habe Jäger, mein letztes Jägermeister-Erlebnis ist auf der Insel, auf Gran Canaria gewesen, wo ich mit dem einen Spanier unterwegs war und der spricht halt Spanisch und ich ja nicht so richtig. Und dann wollte er mich noch auf ein letztes Getränk einladen und ich trinke eigentlich keinen Jägermeister. Und dann meint er, ja, er hat da was auf Spanisch halt so ganz lecker und es ist mit vielen Kräutern und total gesund. Und ich bin nicht drauf gekommen, dass der Jägermeister meint. Dann hat er mir Jägermeister bestellt. Und ich, oh, scheiße, ey. Ich kenne so ein paar Leute, die gerne Jägermeister trinken. Ich trinke schon sehr lange keinen Jägermeister mehr. Aus Gründen. Aber auf jeden Fall habe ich nämlich gestern einen wunderbaren Satz gelesen, hier in dem Buch von Rocco Schermoni, weißt du, Jäger und sein Meister. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ich musste sehr lachen. Ich musste ihn dann auch gleich ein paar Leuten schicken und jetzt will ich ihn euch nicht vorenthalten. Okay. Das ist der beste Satz des Buches. Da brauchen wir es nicht mehr lesen. Jägermeister, das klebrige Zuckerwasser des Teufels. Dieser Brandbeschleuniger der Seele war eigentlich den Niederen der sozialen Getränkehierarchie vorenthalten. Das tranken sonst nur Leute, die Haus, Hof und ihre innere Haltung verloren hatten. Schön. Das ist so geil. Den musst du dir merken. Den muss man jetzt immer aufsagen, wenn man jemanden sieht, der Jägermeister. Kannst du den kurz abtippen und in den Chat reinpacken? Finde ich sehr schön. Oh, ey. Ich liebe ja Studio Braun. Das ist so ein dummer Humor. Ah. Ja, okay, also das Buch hat jetzt nichts mit Studio Braun oder so zu tun. Naja, er ist ja ein Teil von Studio Braun und die sind sich alle sehr ähnlich in ihrer Art. Ja, das stimmt, aber das Buch hat jetzt nichts mit Studio Braun oder so zu tun. Das ist ja so eine Biografie, aber trotzdem, der Satz ist großartig. Das ist geil. Ja. Ja. Vor allem die Niederen in der sozialen Getränke-Hierarchie. Ja, sehr gut. Horsi schreibt hier, mein Rechtsprof meinte, ein Schöffengericht ist sinnvoll, weil Schöffen nicht wissen, dass Jägermeister immer von Drogenabhängigen geklaut wird. Ein Schöffengericht ist sinnvoll, weil Schöffen nicht wissen, dass Jägermeister immer... Und was ist das im Umkehrschluss jetzt für eine Logik? Dass Drogenabhängige Glück haben,
wenn sie in ein Chefengericht kommen, weil sie von den Chefen falsch eingeschätzt werden? Ich verstehe es auch nicht. Gut. Leute. Oder war das über die Vorurteile deines Rechtsprofs? Ja. Ja, das ist. Das ist bisher meine Arbeitstheorie. Ja, okay. Achso, so in der Art, okay. Ja. Darf ich mir noch kurz, bevor das jetzt mit den Hornhänden machen wir kurze Pause. Ja, ich brauche keine richtige Pause. Ich wollte mir nur ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Nee, wir können kurz Pause machen, weil ich muss auch mal kurz aufs Klo. Ja, okay. Okay. Gut. 5 Minuten Pause? Ja, maximal 5 Minuten. Also um 7:45 sind wir alle wieder hier. Das sind 4 Minuten. Ja. Das passt doch. So, Tagesschau ist dann auch vorbei. Okay, ich habe leider nicht alle Minuten auf meinem Dings. Ich drücke mal 4 Minuten und ein bisschen. Mach und, einfach. Ja. Wir sind um 7:45 wieder hier. So. Bis gleich. Jo. Thank you.